Hallo, hallo, meine Damen und Herren, eine weitere kleine schnelle Runde. Mass Effect. Es ist Montag, kurz vor 4. Um 18 Uhr ist EPT. Das heißt, ich habe noch Stündchen anderthalb, können wir noch spielen und dann muss ich streamen. So, wir waren ja gestern einmal das Intro, sehr viel Action auf der Erde, dann waren wir auf dem Mars, sehr viel Action mit Cerberus. Und jetzt geht's weiter. Wir sind auf der Citadel angekommen, Caden ist schwer verletzt. Oder Kaitan. Und wir sollen mit dem Rat sprechen, also. Gucken wir uns das mal an. So. Da. Sicherheitskontrollpunkt. Wir müssen also da lang. Und wir sind ganz alleine. Wir haben gar keinen dabei. Ja, erstmal ins Krankenhaus. Und ab zu Caden. Ich sage einfach weiter Caden. Ist auch blöd, dass sich diese Aussprache innerhalb der Teile ändert. Aus Kaidan wird Caden, aus den Geht wird Gess, aus Garrus wird Garrus. Das war ganz schön knapp. Verarbeit, Dr. Freilich. Ein Neurosplint ist immer noch die beste Methode. Wo ist denn Caden? Bei 3. Da ist er ja. Ich weiß nicht, ob sie mich hören, aber rauswerfen können sie mich auch nicht. Also werde ich es einfach sagen. Schwingen Sie Ihren Arsch zurück auf Ihren Posten, Major. Sie in Aktion zu sehen, Sie sind wirklich ein großartiger Soldat. Die Allianz könnte Sie brauchen. Und ich auch. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Los, Kaidan. Kämpfen Sie. Das ist ein Befehl. Ja. Vielleicht kann man hier noch was klauen. Okay. Da gibt's auch nichts. Okay, okay, dann also ab zum Rad. Tja, zum Meer haben wir noch keinen Zugang. Keine Märkte, keine nix, keine gar nix. Ankunft
2. Ich suche meinen Sohn. Spectre Terminal? Spectre Ausrüstung. Kaufsüchtig, ich hab sogar alles gekauft. Es reicht dazu, wenn man nur ein Geschäft besucht, okay? Ja, kostet jeweils 250.000, aber wir haben leider nur 35. Auf die Schießanlage. Aus dem Weg. So, Odina, du hässlicher. Commander, Ratsherr Odina sagte schon, dass Sie kommen. Wenn Sie mir bitte folgen würden, der Rat tagt bereits. Es gibt nicht nur die Erde. Aber die Erde war der erste überfallene Ratsplanet und trägt die Hauptlast des Angriffs. Laut Ihren Berichten. Die Berichte stimmen. Die Erde wurde angegriffen. Von den Reapern. Und das ist erst der Anfang. Wir brauchen Ihre Hilfe. Alles, was geht. Die Situation ist für uns alle ähnlich. Die Reaper stehen bereits vor unseren Grenzen. Wenn wir ihnen und der Erde helfen, fallen unsere eigenen Welten. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Wir sollen ihnen also zur Erde folgen? Glauben Sie denn wirklich, dass wir mit vereinten Flotten die Reaper besiegen können? Ich erwarte nicht, dass Sie mir ohne Plan folgen. Ratsmitglieder, wir haben diesen Plan, einen Bauplan von den Proteanern aus ihrem Krieg gegen die Reaper. Wofür ein Bauplan? Wir analysieren ihn noch. Aber es scheint eine Art Waffe zu sein. Fähig zur Zerstörung der Reaper? Es sieht so aus. Die Ausmaße sind eher ein gewaltiges Unterfangen. Nein, ich habe die Pläne Admiral Hackett geschickt. Die verbliebene Flotte der Menschen sammelt bereits Ressourcen für den Baubeginn. Ersten Kalkulationen zufolge ist der Bau durchaus machbar. Wenn wir zusammenarbeiten. Aber die Reaper haben die Proteaner doch vernichtet. Was hat ihnen die Waffe also genutzt? Sie war nicht fertig. Eine Komponente fehlte. Hier, etwas, das nur als Katalysator bezeichnet wird. Sie hatten einfach nicht genug Zeit, um den Bau zu vollenden. Und damit können die Reaper besiegt werden? Es ist jedenfalls besser als herumstehen und diskutieren. Und trotz meiner Probleme mit Odina muss ich ihm recht geben. Wir müssen zusammenhalten. Jetzt mehr als je zuvor. Die Reaper werden jedes organische Wesen der Galaxie vernichten, wenn wir keinen Weg finden, um sie aufzuhalten. Ja, jetzt stehen wir hier schon zum dritten Mal und die haben uns nie geglaubt so richtig. Ah, wäre das schon alles nicht so schlimm. Nein, wir müssen uns noch vorbereiten, solange die Reaper sich auf die Erde konzentrieren. Wir halten einen Gipfel unserer Spezies ab. Wenn wir unsere eigenen Grenzen sichern können, erwägen wir, ihnen erneut zu helfen. Tut mir leid, Commander. Mehr können wir nicht tun. Seit wann ist denn... Kommen Sie in mein Büro. Odina jetzt da im Rat, Alter. Hoffentlich ist das ein Hilfsangebot. Ich finde über das Proteanergerät raus, so viel ich kann. Odina, die Flöte. Das ist ein Haufen selbstsüchtiger Esel, Shepard. Wir haben zwar einen Sitz im Rat,
aber die Menschheit wird immer nur zweite Klasse sein. Wie können die so blind sein? Sie haben Angst und kümmern sich nur um sich selbst. Unser ganzes Volk hat Angst. Und wir passen auf, so gut es geht. Ratsherr! Ich kann Ihnen zwar nicht geben, was Sie brauchen, Commander, aber ich weiß, wie Sie es kriegen. Ich höre. Primarch Fedorian wollte den Gipfel, aber als die Reaper Pelevin angriffen, riss der Kopf. Das Treffen geht ohne ihn nicht weiter. Die Normandy ist eins der Schiffe, die den Primarch unentdeckt rausholen können. Bisher weiß ich nur, wie ich Ihnen helfen kann. Das sieht nur so aus. Aber die Teilnehmer dieses Gipfels entscheiden über unsere Zukunft. Wo unsere Flotten eingesetzt werden und gegen wen. Ein dankbarer Primarch wäre eine große Hilfe bei dem Versuch, uns zu einen. Wir sind im Krieg und ich soll Politiker spielen? Ist doch egal, wenn Sie kriegen, was Sie wollen. Angeblich wurde der Primarch in eine Basis auf dem größten Mond von Pelevin gebracht. Mehr kann ich nicht tun. Der Rest liegt bei Ihnen. Tja, müssen wir wohl machen, was? Da wäre noch etwas. Ich soll Ihnen im Namen des Rats mitteilen, wir halten Ihren Spectre-Status aufrecht. Und Sie werden auch diverse Ressourcen erhalten. Guten Tag. Lief ja großartig. Es ist ein Anfang. Ich rede bis dahin mit den anderen über eine Unterstützung des Gipfels, damit etwas vorangeht. Danke. Nun gut, also, was sollen wir machen? Ja, wir sollen den Primarchen vom größten Mond holen. Aber wir können noch ein bisschen Level up. Nee, ich will hier erst noch Warp. Oder machen wir doch erstmal das hier. Ich mach das mal hier, diesen Gewichtskapazitätsbonus. Und als letztes dann setzen wir jetzt. Ja, hier schön volles Rohr. Kraftschadensbonus, nee, das brauchen wir noch. Na gut, also retten wir mal wieder wen. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Sind hier nichts zum Einkaufen? Ach, Ravina wieder. Ja, leck mich. Ja. Können wir uns vielleicht nochmal das Schiff angucken? Ah, jetzt hat er erstmal einen kleinen Albtraum, der gute Shepard. Eine Sache wird ihn das ganze Spiel über verfolgen. Daran erinnere ich mich noch. Da ist er wieder. Den kleinen Jungen, den er nicht retten konnte.
Ja, coole Gänsehautmomente. Ist auch nur ein Mensch und ein harter Krieger, aber auch eben noch ein Mensch. Liara, kann ich helfen? Ich habe den turianischen Ratsherrn über das Proteanergerät informiert. Es kann ohne Unterstützung des Rats nicht gebaut werden. Aber erst muss Ihr Primarch sicher sein. Ich weiß. Sind Sie in Ordnung? Ich habe nicht unbedingt gut geschlafen. Dahinter steckt doch noch mehr, oder? Was beschäftigt Sie wirklich? Die Reaper sind jetzt hier. Und der Rat, die anderen Spezies, sind nur an ihrer eigenen Zukunft interessiert. Wie viele Zivilisten starben, während sie auf unseren ersten Zug warten? Wenigstens kann der Rat nicht leugnen, dass die Reaper existieren. Sie werden es merken. Sie müssen. Commander Shepard, ich bin Spezialistin... Oh, Verzeihung. Ich dachte, Sie wären allein. Ich wollte gerade gehen. Commander? Hallo, ich bin Samantha Trainer, also eigentlich Lieutenant, von der Allianzforschung. Ich war an der Nachrüstung der Normandy nach der Übergabe an die Allianz beteiligt. Aha. Es waren nur wenige an Bord, als die Reaper angriffen. Langsam, Spezialistin Trainer. Alles in Ordnung. Danke. Ich komme aus dem Labor und habe nie mit einem Schiffsposten gerechnet. Sagen Sie mir etwas über die Nachrüstung. Das Schiff erfüllt jetzt die aktuellen Allianzvorschriften und hat die allerneuesten Quantenverknüpfungskommunikatoren. Die Normandy sollte nämlich Admiral Anderson als mobile Befehlszentrale dienen. Das ist keine Option mehr. Ja, er ist geblieben, um zu kämpfen. Es ist jedenfalls eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Commander. Also, solange Sie mich brauchen. Ich sollte nämlich nur bei der Nachrüstung helfen. Shepard, einige Systeme erfordern weitere Tests und Spezialistin Trainer war bei der Installation außergewöhnlich effektiv. Ich möchte, dass sie bleibt. Gut, Edie. Moment, seit wann stellt eine virtuelle Intelligenz Anforderungen? Edie ist eine KI, volles Bewusstsein. Ach, wusste ich doch, dass Joker lügt. Jeff meinte, ich soll zum Schutz so tun, als wäre ich nur eine VI. Verzeihen Sie die Täuschung. Danke, Edie. Und verzeihen Sie bitte meine Bemerkungen über Ihre attraktive Stimme. Soll ich Ihnen mal alles zeigen? Die neuen Upgrades werden Sie bestimmt beeindrucken. Na klar, Mäuschen, zeig her. Im KIZ befindet sich die Galaxiekarte, wo Sie die Zielposition der Normandy einstellen können. Nichts Neues. Auch Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Auch nichts Neues. Die Einsatzzentrale dient dem strategischen Überblick über missionsspezifische Informationen und der Analyse des... Ist auch nichts Neues. In der Shuttlebucht ist eine Waffenkammer, wo sie zwischen den Missionen ihre Ausrüstung... Ist auch nichts Neues. Hat bloß der Ort geändert. Und Liara hat in dem alten Offiziersbüro auf Deck 3 jede Menge Hardware aufgestellt. Den Raum beansprucht sie für sich. So, das war's. Es ist immer noch dasselbe Schiff, nur jetzt mit Allianzlackierung. Ach ja, ich glaube, Admiral Hackett möchte über Videoleitung mit Ihnen sprechen. Sexy Girlie! Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber... Commander, Udina hat mich über ihr Treffen mit dem Rat informiert. Klingt so, als hätten die alle ordentlich Schiss. Der Rat hat mich von Anfang an nur behindert. Ich bin fertig mit ihm. Und was ist Ihr Plan? Ich will den turianischen Primarchen zu einem Gipfeltreffen mit Asari und Salarianern bewegen. Ich umgehe den Rat und wende mich direkt an die Führungsebene. Das ist gut, gefällt mir. Dort legen wir das Fundament für unseren Gegenangriff. Leider haben wir im Moment nicht viel, um das Ganze zu untermauern. Dann schließen Sie Bündnisse. Versammeln Sie alles und jeden für die Sache. Und das Proteanergerät? Bringen Sie mir Leute, die es bauen. Falls das nicht geht, besorgen Sie Schiffe, Soldaten, Nachschub, was Sie kriegen können. Wir müssen die Ach, diese Stimme. Auf dem Kriegsschauplatz beschäftigen, um Zeit für den Bau des Geräts zu haben.
Und wenn es fertig ist? Falls wir das schaffen, ziehen wir alle Ressourcen zusammen. Wie eine riesige Armada, die das Gerät bringt, wenn die Reaper am verwundbarsten sind. Kommt mir irgendwie aus. Je stärker diese Armada ist, desto Breaking besser Bad? Ihre Chancen durchzukommen. Sie können darauf zählen, Sir. Nicht nur ich, alle, die noch auf der Erde sind. Anderson und der Rest der Allianztruppen müssen durchhalten, bis wir den Feind angreifen. Ich google das mal. Ich verstehe, Admiral. Gut, dann setzen Sie es um, Commander. Ich erwarte regelmäßige Berichte über Ihren Fortschritt. Hackett, Ende. So, Stephen Hackett. Hackett wird in Mass Effect von Hans-Georg Pantschak gesprochen. Den googeln wir dann mal. So, Filme, Synchronrollen. Serien. Der hat Murdoch gesprochen beim A-Team. Videospiele. Ja, er war bei mehreren Spielen dabei, aber nicht bei Breaking Bad. Aber aus irgendeiner Serie kenne ich den Vogel oder Film. Der Hobbit, Breaking Dawn, der Hobbit, Breaking Dawn. So, Alarm für Cobra 11, Rosenheim-Cops, das ist ein Band, wo er selber mitgemacht hat. Na gut. So, hier ist jetzt diese neue Besprechungsbutze. Kriegsaktivposten. Die Leute, Waffen, Armeen und Flotten, die sie versammelt haben, sind ihre Kriegsaktivposten. Die Gesamtbereitschaft der Galaxie legt fest, wie effektiv diese... Ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier los? System offline, Galaxy at War Status kann nicht abgerufen werden. Okay, man muss, glaube ich, halt über dieses Minimum kommen, um dann in diesen Endkampf gehen zu können. Ja, das gucken wir uns dann später, Mann. Das ist mir jetzt too much. So, wo ist denn der hier? Nix. Labor. Ich kann nicht glauben, dass der Rat mich will. Ach was. Wenn es Cassia erwischt hätte und die Erde noch da wäre, kannst du sicher sein, dass wir unsere eigenen Grenzen bewahren. Commander, die Allianz hat ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Admiral Hackett möchte, dass sie es näher untersuchen. Commander, sehen Sie nach Ihrer neuen Rekrutin? Die ist doch hübsch, die würde ich gerne mal bimsen. Ich versuche noch, mich einzuleben. Bei der Arbeit an den Upgrades der Normandy ging ich abends immer nach Hause. Ich hatte nicht mal eine Zahnbürste oder frische Wäsche und musste alles behelfsmäßig auf der Citadel kaufen. Wenn Sie wieder was brauchen, fragen Sie. Wir sitzen in einem Boot. Oh, schon okay, Commander. Sie haben bestimmt größere Sorgen. Einen neuen Schlipper brauchst, kann ich ja mitbringen. Meine Zahnbürste ist eine Scission Pro Mark IV, die mit Masseneffektfeldern Plaque entfernt und den Gaumen. Kostet 6.000 Credits. Okay, darum müssen Sie sich selber kümmern. Jedenfalls danke für die Chance, hier bleiben zu dürfen. Sonst noch irgendwas? Ja, die bequatschen wir dann später noch mal ein bisschen, weil in diesem Teil möchte ich endlich auch meine Liebelei haben. So, privates Terminal, E-Mail, Taktikmeisterschaft. Achso, ja, hier, das ist ne, so ein bisschen Tutorial-mäßig. Einmeldung, Notfall, Allianzflottenkommando, Bedrohungslage, Säbel 1, DEFCON 1 wahrscheinlich. So, okay.
vorne wird Joker sein. Es sieht alles ein bisschen kräftiger aus von den Farben, aber hinten unterm Strich doch irgendwie düsterer. So, da geht's nach draußen. Ne? Was hat Joker so zu erzählen? Hey Commander, Sie wissen, ich hatte meine Zweifel, was den Rat angeht. Aber nachdem er jahrelang Ihre Warnungen ignoriert hat, sagt er Ihnen jetzt endlich offen, dass er nicht helfen kann. Sie haben die Bedrohung jahrelang verleugnet. Glauben Sie, dass Sie jetzt bereit sind? Ich hatte gehofft, die Vorbereitungen verliefen im Geheimen. Man hätte Sie nicht informiert, wegen Cerberus. Naja, sagen Sie es mir, wenn Sie mit Ihnen reden und mitten im Gespräch auflegen wollen. Wegen der alten Zeiten. Okidoki. So, da links geht es wieder in den Laborbereich. Hier rechts war eigentlich auch mal ein Türchen. Diesen Türchen Verschwindibus. So. Crewdeck, Maschinendeck, Shuttlebucht. Ja, wir gucken uns erstmal einmal das Schiff an. Und dann machen wir einen kleinen Stopp und dann machen wir noch die entweder diese Turianer-Geschichte mit dem Primarchen oder diese Cerberus-Basis untersuchen. So, das sieht noch ähnlich aus. Da ist rechts der Doktor. Kein Doktor da. Wer pennt denn hier? Ach, das ist die kaputte Dr. Eva. So, da war der Küchenmokel und hier vorne war der Kampfstand, irgendwie sowas. Ne, ja, genau, Hauptgefechtsstand. Da war Garrus ja immer. Ja, gibt viel zu sehen und irgendwie doch nichts zu sehen. Keine Loks, keine Pets, keine nix. Was ich ja schon ganz am Anfang gesagt habe, krasser Unterschied im... Es ist ja schon im zweiten Teil weniger geworden, aber hier ist ja gar nichts. So, Mirandas Bude gewesen, jetzt Liara. Das verbraucht auch Unmengen an Energie, Schätzelein. Da musst du aber mal... Und wonach sollte ich suchen? Ich sage Bescheid, wenn Sie relevante Daten gefunden haben. Dann treffen Sie Ihre Auswahl an diesem Terminal. Doch nun würde Dr. Tissoni gerne mit Ihnen sprechen. Ich wünsche einen schönen. Das Treffen mit dem Rat liegt nicht besonders weit. Es war nicht unbedingt ideal. Liara, was ist das alles? Nachdem Sie zur Erde aufgebrochen sind, habe ich den Informationsmakler gefunden, der meinen Freund entführt hatte. Es war nicht einfach, aber ich konnte das Netzwerk des Shadow Brokers übernehmen. Führen Sie es von der Normandy aus? Soweit möglich. Das alte Netzwerk ist nicht mehr ganz intakt, aber ich habe Agenten. Dann sind Sie jetzt der berühmteste Informationsmakler der Galaxie? Berüchtigt trifft's besser. Aber ich kann dadurch helfen, das Proteaner-Gerät zu erforschen. Bis wir ihn verstehen, ist sein Einsatz zu gefährlich. Haben die Proteaner diese Waffe fertiggestellt? Sie meinen, ob wir es damit hinkriegen? Sie hätten nicht alles auf dieses Gerät gesetzt, wenn sie daran gezweifelt hätten. Aber wir müssen wirklich wissen, was sie uns da hinterlassen haben. Ich spiele nur ungern wie ein Kind mit einer geladenen Pistole herum. Richtig. Der Schaden, wenn die nach hinten losgeht, ist unvorstellbar. Bevor die Reaper kamen, fingen die Leute endlich an zuzuhören. Mit etwas mehr Zeit wäre die Erde vielleicht nicht... Tut mir leid. Das ist vielleicht kein gutes Gesprächsthema. Dort unten leben immer noch viele Menschen. Die darf ich nicht vergessen. Werden sie nicht.
Wir warnen seit Jahren vor diesem Krieg. So wie ich sie kenne, werden sie sie stolz machen. Hallo, Shepard. Hallo, Shepard. Was ist seit unserem letzten Tag? Nachdem wir uns auf Ilium sahen? Nun, außer dass ich der Broker wurde. Ich suchte nach einer Handhabe gegen die Reaper. Ja, gut. Ich dachte, ich hätte meine Spuren ver... Natürlich. Ja, vielleicht machen wir uns mal Yara klar. Mal gucken. Und er kann endlich fast, also unendlich rennen. So, hier war Klo, ne? Ach nee, Lebenserhaltung. Hier war der Thane. Oh, wir haben was gefunden. Wahnsinn. Ja, da war Samara. Oder war hier Samara? Ich weiß es nicht mehr. Hier waren die zwei, die immer nur am Quatschen waren. Achso, Lebenshaltung. Ah, hier war ein Klo. Kann man da raus? Lucky, Lucky, Makey. Nein, ich wollte doch erstmal auf Deck 4. So, Waffenmodstation. Wir können ja erstmal das Snipergewehr ein bisschen modifizieren. So. Aber wir nehmen keins mit. Genau, da war dieses Leichtermachtgedöns. Wir können vielleicht mal die Pistole ablegen und dann dafür das Snipergewehr mitnehmen. So, dann vielleicht nochmal so eine Rüstungsmodstation, wäre auch nicht schlecht. Aha, da haben wir da auch schon ein paar Sachen gefunden. Das ist nervig, dass man dann immer wieder, jetzt muss ich mich wieder umdrehen und wieder zurückgehen. Ach so, ich verstehe. Okay, das nützt mir nichts. Nahkampfschaden will ich ja nicht haben. Ja, Mann. Ja, ein bisschen lässiger. Ja, das lassen wir mal so. Entspannter hier rumwalken. So, wer war er hier? Lieutenant Cortez. Lieutenant Steve Cortez, Shuttle-Pilot. Ich habe Neuigkeiten über unsere Nachschubketten. Gute Arbeit, Lieutenant. Was gibt es? Dios. Ganz ohne Hallo direkt zum Geschäft? Sie beide müssten mal chillen. Interessiert Sie das? Oder spricht er wieder nur das Cerveza? Also, was ist mit unseren Nachschubketten, Lieutenant? Die Nachschubketten der Allianz sind ein Chaos, aber die Wirtschaft der Citadel läuft noch. Ich habe die Citadel-Händler im Netzwerk. Sie können auswählen und einkaufen von dieser Konsole aus. Wenn ich ein Geschäft einbinde, sage ich Bescheid. Die Lieferung zur Normandy ist teurer, also sollten Sie nötige Vorräte lieber kaufen, wenn Sie vor Ort sind. Sie sind also mein Shuttle-Pilot und richten Nachschubketten ein? Ich wurde nicht als Pilot angeheuert. So etwas braucht man im Trockendock nicht. Ich habe die Nachrüstung des Frachterraums überwacht. Außerdem bin ich bestens vertraut mit der Bedienung und Wartung des UT-47 Kodiak und des M-44 Hammer.
Bei meiner Erfahrung war es sinnvoll, nach dem Verlassen der Erde als Shuttle-Pilot zu arbeiten. Zumal Mr. Vega Kollisionen sehr zu schätzen scheint. Nur zur Rettung, Pendejo. Außerdem kümmere ich mich um die Logistik, damit Waffenkammer und Shuttle aufgefüllt und gewartet sind. Ja, mit dem werden wir auch nochmal talken. Machen Sie weiter so. Ja, Commander. Nachschubinterface. Ah, kostet 25.000 mehr als auf der. Ja, 10% Aufschlag. Pistolenmagazin, Durchschlagsmod. Ah, hier so ein Modell kaufen wir mal. Okay. Ach, James oder James. Okay, sind unsere Shuttles. Da stehen wieder zwei rum. Das ist halt auch so, es gibt weniger Gespräche irgendwie, die man belauschen kann. Auch wenn es sich irgendwie auch immer wieder mal wiederholt, wenn man da ständig vorbeikommt. Ah, hier kann man Waffen-Upgrades kaufen. Aber hier stehen sie halt nur rum und ja, gestikulieren, aber sie sagen halt nichts. Ist da. So, da sind wir gleich durch hier mit der Tour auf der neuen Normandy. So, hier ging es nach unten, da war Jack, hier ist der Maschinenraum. Commander, willkommen zurück auf der Normandy. Oder sollten Sie das lieber zu mir sagen? Techniker Adams, was machen Sie denn hier? Man hat mir wegen meiner Erfahrung auf der Normandy SR-1 die Nachrüstung des Antriebskerns übertragen. Und was halten Sie von der SR-2? Sie ist unglaublich. Eines muss man Cerberus wirklich neidlos lassen. Sie wissen, wie man Schiffe baut. Und wo wir schon von Cerberus reden, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Warum? Als Sie dieses Schiff bekamen, hat mich Dr. Chakwas gefragt, ob ich Ihnen gegen die Kollektoren helfen würde. Ich habe mich geweigert. Und das tut mir jetzt wirklich leid. Die Allianz kommt zuerst. So sollte es auch sein. Danke, Commander. Bin froh, an Bord zu sein. Weitermachen. Jawohl, Sir. Okay, also da gibt es noch viel zu tun. Viel zu quatschen. So, was ist hier los? Hier hat Jack immer gesessen. Warum sind deine ganzen Schiffsmodelle hier auf dem Schiff verteilt? Hier war, wir müssen oben in meinem Zimmerchen sein. So, da geht's wieder nach da und da geht's wieder in the Machine Room. Ja. Und da war Grund. Grund. Nein, schon wieder verdrückt. Aber gut, dann können wir uns gleich mal hier um die Fischis kümmern und gucken, ob der Hamster noch da ist. Nein, der Hamster ist weg. Fische haben wir auch keine. Na gut. Ein bisschen was hat sich hier geändert. Vieles ist gleich geblieben. So, dann war es das jetzt hier für diesen Teil. Wir haben es jetzt 16:37. Dann machen wir vielleicht noch diese Cerberus-Mission. Ah, eroberte Systeme. In Cluster, die bereits von den Reapern erobert wurden, können sie mit Hilfe des Tarnsystems der Normandy einbringen, um dort noch überlebenden Bergungsgut und wertvolle Informationen zu suchen. So, wo war denn das hier mit dem? Hier das Cerberus-Labor. Die haben das Cerberus-Labor auf Sanctum entdeckt. Untersuchen Sie das Labor und kümmern Sie sich um jede potenzielle Bedrohung.
Sanctum. Wo ist denn Sanctum schon wieder? Viel gibt es hier gerade noch nicht zu vor Sigurds Wiege. Ach, dann ist es dort. Suche und Rettung. Die Normandie ist mit einem neuen und verbesserten Scan-Impuls ausgerüstet, der interessante Objekte aufspüren können. Setzen Sie ihn ein, um Kriegsaktivposten, Artefakte, Informationen und Treibstoff zu finden, während Sie durch ein System fliegen. Beachten Sie aber, dass bei jedem Einsatz des Impulses die Chance steigt, dass Reaper in dieses System einfliegen, um die Lage zu sondieren. Wenn ein Reaper in ein System einfliegt, in dem Sie sich befinden, sollten Sie fliehen und mit der Rückkehr warten, bis Sie eine Mission abgeschlossen haben. Wir scannen jetzt einfach mal hier so einen kleinen. Achso, man kann hier schon scannen. Ich habe etwas gefunden. Okay. Na? Toll, und jetzt das war's, oder was? Oh, wir haben einen Raketenwerfer bekommen. Okay, aber es gibt keine Rohstoffsuche mehr. Ja, auch das haben sie jetzt halt stark aufgeweicht. Okay, wir gehen aber jetzt mal zu diesem Cerberus-Labor, wo wir hin sollen. Man findet jetzt also keine Rohstoffe mehr, mit denen man sich was selber zusammencraften kann, wenn man die Pläne hat, sondern nein, es gibt die Rohstoffe nicht mehr, sondern man findet das dann gleich. So, das machen wir dann aber im nächsten Video. Das war's für hier, bis hierhin. Wir haben Caden im Krankenhausbesuch mit dem Rat gesprochen, die Normandie erkundet. Und das soll erstmal reichen für den Teil. Jetzt geht's los hier. Cerberus Labor finden, kaputt machen, Arsch ficken.